Die Gender-Ideologie kann weder mit der Wissenschaft noch mit Gottes Schöpfungsordnung begründet und vertreten werden. Dieser Ansicht ist der Erlanger Theologieprofessor Reinhard Slenska. Wie er zur evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte, geht Gender-Mainstreaming seiner Meinung nach davon aus, dass die sexuelle Orientierung frei wählbar ist. Damit wird ihm zufolge die schöpfungsmäßige Unterscheidung der Geschlechter geleugnet. Nach der Beobachtung des Theologen hat sich die Gender-Ideologie in Theologie und Kirche sehr weit verbreitet. Die Einrichtung eines Studienzentrums der EKD für Genderfragen in Hannover zeige seiner Meinung nach, dass im heutigen Protestantismus die Ideologie des Genderismus eine beherrschende Rolle einnimmt. Slenska fordert Kirche und Politik auf, der fortschreitenden Verbreitung dieser Ideologie Einhalt zu gebieten. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist der Jesusfilm der meistgesehene Spielfilm aller Zeiten. Rund 7,5 Milliarden Menschen in mehr als 200 Ländern haben ihn nach Angaben des Jesusfilmprojekts, einem Arbeitszweig des internationalen Missionswerks Campus für Christus, gesehen. Nun liegt die Übersetzung in der 1500. Sprache vor. Das ist ein wichtiger Fortschritt, um die Menschen zu erreichen, die noch nie vom Evangelium gehört haben, sagt Marketingleiter Josh Neville. Der Jesusfilm gehört somit zu den effektivsten Möglichkeiten, Menschen die Botschaft von der Errettung weiterzugeben. Rund 3500 Teilnehmer kamen zur Missionale in Köln. Der Vorsitzende Pfarrer Christoph Nötzel betonte, dass das 40. missionale Treffen Impulse geben will, Kirchenferne mit dem Evangelium neu zu erreichen. Das gelte besonders im Reformationsjahr. Zum Trägerkreis der Missionale gehören Mitglieder der Evangelischen Kirche Rheinland und Westfalen sowie der Freikirchen und christlicher Werke. Sehen Sie einen Kommentar von Christoph Nötzel zur Bedeutung der Missionale. Ich glaube, für die Menschen, die hierher kommen, ist Missionale vor allem ein Fest und ein Ort der Vergewisserung, weil sie erleben, dass sie mit ihrem Glauben und das, was sie bewegt, nicht alleine sind, sondern dass da viele andere Menschen sind, die in die gleiche Richtung unterwegs sind. Und wichtig ist es für uns, weil wir über missionale Impulse geben können für eine lebendige Gemeindearbeit. Dazu wollen wir ermutigen, vernetzen, Projekte vorstellen und nach vorne weisende Impulse geben. Und das ist missionale auch immer gewesen, ein progressiver Impulsgeber für lebendige Gemeindearbeit. Also von hier kam der Impuls zu Glaubenskursarbeit, zu Fresh X, neuen Gemeindeformen hier in Deutschland. Es ist nicht so, dass das von heute auf morgen umsetzbar ist, aber wir merken, wie das, was hier passiert, nachhaltig in die Kirche hineinwirkt.